Düsseldorf und Benfica Lissabon. Was als Freundschaftsspiel begonnen hatte, endet in einem Eklat. Als Schiedsrichter Christian Fischer den Spieler Garcia die gelb-rote Karte zeigen will, trifft dessen Mitspieler Luisao durch und stößt den Schiri um. Der Schiedsrichter fällt auf den Hinterkopf und bleibt zunächst bewusstlos liegen. Anschließend erholt sich Fischer in seiner Kabine und von dort aus allerdings das Spiel ab. Die Spieler und Trainer von Lissabon machen sich unterdessen über die Situation lustig. Bei der Fortuna findet man das gar nicht komisch. Ja, eigentlich sind wir hier alle heute gekommen, weil wir uns vorbereiten wollen auf das Spiel nächste Woche gegen Burghausen. Und ich habe jetzt die Bilder auch zum ersten Mal gesehen und eines kann man auf jeden Fall darauf erkennen, dass der Schiedsrichter nicht von alleine umgefallen ist, sondern dass er wirklich, ich glaube, da auch kurzzeitig weggetreten war. Wieder ein